Heute gibt es einen Wechsel im Nachwuchs. Was genau ist jetzt ab heute anders? Ja, grundsätzlich eigentlich am Konzept oder an den Inhalt oder wie das wir arbeiten wollen, ändert sich nichts. Aber wir haben gemerkt, dass wir in unserer Aussendarstellung, in unserer Kommunikation gegen aussen ein bisschen unscheinbar sind, dass viele Leute gar nicht wissen, was der Nachwuchs überhaupt beinhaltet, was wir überhaupt machen. Und darum haben wir uns entschieden, eigentlich mit einer neuen Brand gegen aussen aufzutreten und ab heute eigentlich nicht mehr vom IBE Nachwuchs zu reden, sondern von U-Space. Man will ein bisschen mehr in Erscheinung treten. Wie genau soll das näher aussehen? Also wie will man gegen aussen in Erscheinung treten? Ja, wir wollen ein bisschen mehr kommunizieren, was überhaupt im Nachwuchs läuft. Es gibt viele Geschichten, die da rund um die Jungs abgehen. Also wir stellen uns vor, dass es vielleicht mal einen Bericht über ein interessantes Spiel gibt, ein Interview mit einem Exponenten, irgendwie vielleicht mal einen Bericht über einen interessanten Spieler oder vielleicht auch mal irgendwie ein Duell von einem Nachwuchsspieler mit einem Spieler vom Eis. Also dass echt die Leute ein bisschen mitbekommen, was beinhaltet überhaupt die Nachwuchsförderung von IBE. Und neu heisst es jetzt nicht mehr Nachwuchs, sondern Youthbase. Was steht da genau hinter diesem Namen? Ja, wir haben uns lange überlegt, wie wir das Ganze nennen wollen. Wir waren ja auch mal bei anderen Varianten, also einfach Nachwuchs lassen oder Academy war schon das Thema. Dort haben wir aber irgendwie gefunden, ja, das gibt es schon ganz manche Nachwuchsabteilung, die sich so nennt. Und irgendwann sind wir dann so ein bisschen auf das Youthbase gekommen. Ich gefunden mal, das könnte irgendwie noch passen, so Jugend mit Basis. Und natürlich mit dem Y und mit dem B, wo wir für IBE eigentlich exemplarisch stehen. Und das ist jetzt ab heute in diesem Fall IBE Youthbase und sonst wird aber eigentlich ganz normal weitergearbeitet? Ja, sonst wollen wir ganz normal weiterarbeiten und einfach, wenn wir gegen aussen auftreten oder eigentlich von der Nachwuchsabteilung von IBE reden, dann werden wir in Zukunft von Youthbase reden.